Hallo und herzlich willkommen hier in LS22 im Singleplayer auf der Elbhalm. Ja, wir machen hier nahtlos zur gestrigen Folge weiter. Urs ist schon raus, er ist betankt, er ist auch fertig repariert, aber der Steinesammler ist noch nicht komplett lackiert, also müssen wir kurz hier noch warten. Wir können schon mal hier von der 45 uns den Flügenkurs suchen. Denn auf den ist ja der Flug unterwegs hier auf den Kurs. Kursladen. Wir schicken ihn aber bloß hin zum Feld erstmal, ohne Übergabe. Denn der Flug soll erstmal fertig machen. Ne? Übergabe ist aus. Fahren wir einfach bloß erstmal hin. Sind hier zwei Abfahrer da und zwei Eier unter drin. Soll das so viel ausmachen mit den LKW? Das glaube ich nicht. Aber ich denke mal, das ist der Moment, wo die, ja, die werden jetzt hier kräftig abbunkern und dann wird so die Lücke entstehen, könnte ich mir vorstellen. Obwohl, der hat ja auch schon eine Ladung, 66.000 hätte sich auch schon geholt. Ne? Ja gut, der fährt natürlich zum Fritz, ne? Ja, aber ist okay. Das ist eben... Ja. Oh! Das Mehl ist an der Bäckerei angekommen. Da wird es ja heute... Weiß nicht, wird's heute spannend, ne? Oder? Obwohl, drei Ladungen müssten wir uns streitbarer fahren. Irgendwo. Beziehungsweise erstmal eine, damit wir überhaupt erstmal sehen, was das bringt. So, wie lange reicht jetzt der Bäckerei? 14 Stunden, okay. Wir waren es vorher 11, 3 Stunden, also 10.000 pro Stunde, Wahnsinn. Brauchen wir jetzt 240.000 am Tag. Gut, Brot. Brötchen und so müssen wir nicht mitnehmen, das nimmt ja nicht im Chlorimarkt. Brot. Ja, Brötchen und Mondbrötchen. Bester Monat ist Januar. Ne? Naja. Also, nehmen ja gut, sind hier knapp 600 Unterschiede oder 540, 560. Hier sind so ungefähr 400 oder 360, 370. Wie sieht das überhaupt mit den Nudeln aus hier? Nudeln. Auch Januar. Jetzt müssten wir im Januar großen Ausverkauf hier noch machen. So, Streiklager. Wo war das jetzt hier? Verladelager, ne? Oder so ähnlich ist das noch? Ist das nicht Verladelager? In die Umladelager. So, das Treiblager 2 an. Wir müssten dreimal fahren, wenn wir alles mitgenommen haben. Müssen wir dranbleiben. Ne?
So, in der Zeit werden wir mal hier, wo ist denn jetzt so der Ballenheini? Also nicht der Ballen, also hier der Sammler. Gucken wir mal, dass wir was eingesammelt kriegen, Ladung voll. Denn das haben wir ja später so viel zu tun. Die normalerweise müssten wir die Felder dann auch hier und erholen. Ja, im Regelfall. Ach, das ist wieder hier. Welche Seite nimmt ihr jetzt wieder Ballen? Der wurde verschoben. Weiß jetzt nicht, ob man danach kalten und dünnen überlege ich gerade. Ne? Also regulär, meine Güte, wir haben ja auch keinerlei Plan gemacht, was wir ansehen würden. Wir sehen ja auch gar nichts. Wir müssen auch nichts machen. Maximal mulchen und man könnte es fliegen. Ne? Dass das Gras weg ist. Mal gucken. Weil das Einzige ist, wenn man es flügen muss, man natürlich die Beine wieder anziehen. Das glaube ich schon machen. Wenn wir Mulcher drüber schicken, geht das Gras kaputt. Nee. Was macht es denn? Ja, der liegt noch eine Ladung voll, mindestens aktuell, ne? Plus die alle dazu kommen. Ne? So, wir gehen noch drauf, 2, 4, 8, 9. Nehmen wir mal hier die 4 und die 5, dann sind das 9. Ja, ich würde sagen, wir schmeißen es trotzdem alles im Ofen ins Ballenlager, oder? Was soll man uns hinstellen? Ne? Das ist ja noch Gras, das muss ja erst noch gären. Dort im Objektlager gärt es ja weiter. Deshalb können wir das da rein tun. So, Hof. Ballenlager an Nico. Direkt drauf auf dem Projekt. Ne? Denn die haben doch jetzt ja die. Wie lange gären die denn? 2 Tage? Oder war das hier schneller eingestellt? 1% hier. Ne, das wird 2 Tage dauern, könnte ich mir vorstellen. Ui, wird hier ist schlecht. Wer ist es? Ach, okay. Nicht ganz so schlimm. Schon rote. Wollen aber abgekannt werden hier. Der hat jetzt auch mit dem Beten angefangen. Sofort kann abbauen werden. Also sieht gar nicht so schlecht aus hier. Ne? Denn die fahren sich ja entgegen. Es müsste bald vorbei sein. Und der Vögel glaube ich nicht, dass ich das schaffe. 20 Minuten scheint mir nicht. Oh, Strike-Lager. Hier müssen wir sofort hin. Dann macht der ja Kunststück mit der Auto. Und KI oder die Füße gefahren. Ne? Wo ist denn hier der LKW? Ja, mal. Hier. So, einmal abladen. Kann sitzen bleiben. Können wir gleich mal hier gucken, Klöbelmarkt, was wir kriegen fürs Brot. Ne? Strike-Lager, Brot an Klöbelmarkt. Kaufen bei 2 kriegt man nicht besten Preis.
Aber 3-2 ist deutlich, und hier können wir abbrechen machen, immer noch besser als wie Rot. 3-3 war, glaube ich, bestenfalls. Ne? Kein Brot mehr, doch da, hier. 3-3 wäre bestenfalls. 2 wir kriegen 3285. Also, das können wir auf jeden Fall machen. Und ja, 2700, meine ersten 600 Unterschied. Ne? Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber die 30, 40 Euronen, das war. So, hier nochmal Bäcker. Bäckerei abholen. Werden die Massen immer mehr, die wir irgendwann fahren müssen. Ja, ich könnte noch 2 Touren schaffen. Ja, 66, doch wir müssen zweimal fahren. Da haben wir auch Backbone drin liegen. Okay, sind nicht losgeworden, bestimmt. Ne? Kann man natürlich nicht verkaufen im Flohmarkt, den Backbone. Ach, hätten wir hier umschalten können. Zur Objektlage. Ja, 218.000, 280 Silageballen. Wird man darauf kriegen? Gebe ich doch auch bloß die Stückzahl ein, oder? 385.000. Diese 770.000 abzüglich Lieferkosten. Also das ist abgezogen. Ja. Können wir gucken. Vielleicht machen wir dann ja zum Ende des Monats, könnte man fast so meinen. Denn bis Ende des Monats können wir dann noch bis zum letzten Schluss verkaufen. Wir müssen noch einiges anbieten. Das ist jetzt schon die Folge. Das ist ja schon am 11.10. die Folge schon. Na gut. Monat können wir noch spielen. Monat können wir schon noch spielen. Aber wenn ich mir gucke, was wir hier noch alles ernten wollen. Bei den nächsten Monat, was haben wir da zum Ernten? Wir haben da oben der Drescher sagt jede Menge. Ne? Einer muss mit Soja los, ein Drescher, und der andere Drescher muss mit Sonnenblumen los. Das sind ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder Sonnenblumen. Gut, Sonnenblumen werden natürlich auch noch nächsten Monat bereiten. Wir müssten jetzt nicht zwingend alles im Oktober machen. Könnten wir auch noch was. Wir könnten da auch noch was im November ernten, ne? Oder? Oktober, November wird es gehen. Theoretisch müssen wir auch nicht die Karotten fertig machen, ne? Die werden ja auch noch nächsten Monat gehen. Das Problem ist nur, die werden sogar noch bis November gehen, die Karotten.
Das Problem ist nur, wir brauchen die Abfahrt. Wir bräuchten die Abfahrer. Rum. Jetzt lang. Ich würde links rum bevorzugen. Oder war das jetzt falsch? Ich bin wieder ohne Navi unterwegs. Muss noch mal hin und noch mal zurück. Das geht sich gerade los, würde ich sagen. Dass heute wenigstens das Boot noch verkaufen kann. Ach, ich bin bestimmt falsch gefahren.
Döner essen ja für die Arbeit fertig. 8,70 ist Kalksteuer. Ne? Brotverkauf auf morgen vertragen oder? So, hier einstellen. Wie lange brauchen wir bis hin? 4 Minuten. Okay. Ich bin falsch rumgefahren. Geht man jetzt wohl lang mehr? Nee, sieht man doch nicht, ne? Oder? Doch. Ja, ich hätte vorne rumfahren können, ja. Den Tunnel runtergemusst. Ich bin ja unten rumgefahren. Ich hätte rechts rum rausfahren sollen. Naja. Hätten wir mal auf der Karte gucken sollen, oder? So. Dann schaffen wir es auch noch hier die 67 zu kaufen. Ne? 67. Warum standen da jetzt ein Fahrzeug? Er fährt direkt nochmal Kalkholen. Du Schande. Ja, toll, wir können schon nicht mehr einsteigen. Ach Mann. Oh, versenkt vom Feinsten. Da sitzt sogar noch drin. Ja, wie weit reicht eine Hand? Junge, kriegst du keine Luft unter Wasser? Ich hab da reingeschmissen. Der hat sowieso hinüber. Können wir nur zurücksetzen, ne? Da müssen wir den Fahrer erst wiederbeleben hier. Ja, ganz cool. Mit Sonnenbrille, ne? Kaltes Wasser macht nichts. Ach Mann. Vor allem sehe ich einen Düngerstreuer nicht. Ist er jetzt weg? So, wir wählen erstmal hier. Da ist ja noch Helfer drin, ne? Effekt. Effekt muss zurückgesetzt werden. Klasse, steht sogar da. Wenn es nicht geht mit zurücksetzen, was dann? Mit zurücksetzen, doch. Das habe ich jetzt auch einen Trigger. Ne? Das muss da ja sein. Ne? Muss ich ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass einer so richtig baden gegangen ist. Ich meine, es ist schon mal einer in der Elbe rumgefahren, ja. Also richtig ernsthaft baden ist, glaube ich, sonst keiner gegangen, ne? Zurücksetzen. So. Ist natürlich die Frage, wie weit war er? Ich sehe ja nicht mehr, ob Dünger drin war im Gerät, weil das ist ja definitiv erstmal weg, der Dünger, ne? Ja, er hat noch nicht fertig gedüngt gehabt hier. Aber haben wir für die 67 haben wir einen Kurs generiert? Ne, wir haben einen fertigen Kurs genommen, ne? Wir hatten doch jetzt hier einen fertigen Kurs drin. Der ist natürlich auch raus, ist ja klar. Wir hatten doch einen Kurs drin, 67, oder? Die Feld 67 hat man eingestellt. Also daran kann es jetzt nicht gelegen haben, ne?
dachte nicht, dass er jetzt von einem anderen Feld rübergefahren ist. 67 Irre. Tja, den werden wir natürlich nicht benutzen. Nochmal. Aber so nicht mal sauber geworden. Ne? Kein Dünger mehr drin, ne? Können wir erstmal hier nochmal losschicken. Also wir fahren den zu Aachen, der wird es nicht fertig wissen. Wir kalken das Feld bloß noch. Wir kalken das bloß noch. Aber trotzdem können wir einstellen, er soll in die Werkstatt fahren. Er soll hier Hofwerkstatt fahren. Alle Ordner zu. Eigentlich hat die Ordner alle zugemacht, oder? Da ich wieder voll daneben gekriegt. Hier Werkstatt. Und erst noch Düngerladen. So, ist unser LKW angekommen. Oh, der hat schon beladen. Sagt er da schneller wie ich. Gut, 5 Minuten brauchen wir bis zu unten. Ui, jetzt sehe ich nichts. Komm, ich schalte um die Kamera. Warum geht das nicht? Den schicken wir jetzt in die Getreidemühle, damit wir dort nach der Nacht vielleicht noch mal was fahren können. Weil dann wird nämlich das Mehl ganz schön knapp sein. Ne? Getreidemühle, wo ist denn hin? Getreidemühle abholen. So leer ist es. Muss entladen werden, Arbeit beendet. Ich weiß nicht, wer die Arbeit beendet hat. Ich muss noch gucken. Ach so. Eigentlich wollen wir. Kann ich die Ballen nicht abladen. Zack, sind sie. Hey?
So, hat umgestapelt, ne? Achso, hinten stehen noch welche drauf. Die müssen auch rein. Feld 9. Muss er zurück? Wir wollen eigentlich noch das Brot verkaufen. Weil Zeit ist ja eigentlich rum hier. Jetzt fährst du natürlich voll da davor, ja? Na gut, kommst du quasi vorbei. Ja. Eigentlich wollte ich gucken, wer Arbeit beendet hat. Genau, hier, Luke. Ja. Die werden wir dann morgen umsetzen. Und wir werden jetzt noch das Brot verkaufen. So, Klobelmarkt müssen wir da umstellen auf Objekt, auf Silo. Brot. 163.000 Liter 398. 163.398. Jo. 536.000 minus 1200 Liefergebühren. Das hat sich doch mal gelohnt, oder? Gut. Wir werden dann morgen hier zum Samstag weitermachen. Das soll es heute erstmal gewesen sein. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann 16 Uhr nächste Folge morgen. Bis dahin und tschüss.